So, und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Nachdem es mal wieder abgestürzt ist im Inventar, das scheint momentan noch ein relativ großer Bug zu sein. Ich habe jetzt mal im Internet nachgeschaut. Anscheinend hilft es, wenn man die Vibration ausschaltet vom Controller. Ob dem tatsächlich so ist, werden wir gleich rausfinden. Entweder auf die gute oder auf die schlechte Art und Weise. Wenn der Bug gleich sofort nochmal auftaucht, dann werde ich das natürlich rausschneiden. Falls er später wiederkommt, ja, dann muss ich halt damit leben, dass ich so alle halbe Stunde neu starten muss. Kannst du auch nicht ändern. Ist halt blöd gelaufen. Sehr blöd sogar. Ja, jetzt nochmal kurz zwischenspeichern, wenn ich vor dem stehe. Damit ich nicht nochmal den ganzen Weg da runterlatschen muss. Ah, je, sowas muss eigentlich erkannt werden, finde ich. Das Problem haben wohl viele. Komm jetzt. So, jetzt speichern wir mal kurz dazwischen. Freier Speicherplatz. So. Ja? Was ist denn dort? Ich habe einen Vertrag für den Greifen angenommen. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Die schlechte. Was sollte er sonst? Der Greif hat sein Lager. Wir haben ein paar Informationen über den Greif. Kennen wir ja schon. Ich habe ein paar. Kreuzern habe ich schon. Ich habe dich. Das soll gestern. Du scheißt wie. Zeit für die Falle. Ich bin. Okay. Bereit für den Kampf vor. Kennen wir schon. Navigiere zum Alchemiefenster. Ja, kennen wir auch schon alles. Und den wollen wir nicht herstellen. Sondern Donner. Na dann. Ich denke, wir müssen im Inventar ausgerüstet werden. So, jetzt wird es interessant. Du hast den Hexertrank. Du musst den navigiere rüber. Verwende L, um Donner auszurüsten. Platz auswählen. Verwende L, um den Trank. Konsumgüter. Hier. Jetzt kannst du mit diesem Trank beim Spiel verwenden. Drücke nach oben, um einen Trank auf dem ersten Platz zu aktivieren oder nach unten, einen Trank auf dem zweiten Platz zu aktivieren. Okay, alles klar. Das hat zumindest jetzt gerade schon mal geklappt. Ich weiß nicht, ob es an der Vibration liegt. Das wird jetzt hochinteressant, sobald ich es wieder brauche, das Inventar. Mal werden es rausfinden. Nicht so schnell, Plätze. Okay, da sind wir ja. Los geht's. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Wir können anfangen. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Okay, ab geht's rüber. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Vielleicht mit Yennefer. Oder dem Einhorn. Man weiß ja nie. Das hört sich doch gut an. Er ist ganz nah. Ja, tun wir. Willkommen. Warte. In dies. Armbrust. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist.
Könnte noch nützlich werden. Gespielt hast du? Also sowas. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Also dann, auf geht's. Zack und zack, zack, zack. Oh, Scheiße. Armbrust? Nee, 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 keine Armbrust. So ein Feuerschaden. Doch Armbrust. Drücke RB, um mit der Armbrust Schurzen zu verschießen. Vorsicht! Oh oh, erstmal auf die Seite gehen. Halten, halten, halten. Oh, Scheiße. Okay. Komm her. Okay, wir machen uns erstmal ein Schutzschild. Mache ich nicht. Mit RB. Muss ich jetzt hinterher? Das scheint so. Wenn du einen Hexensinne einsetzt, siehst du nicht nur besser, sondern hörst auch besser. Halte LT gedrückt, um deine Sinne zu schärfen und den Ursprung entfernter Geräusche zu bestimmen. Der ist auch in die Richtung. Das weiß ein Blinder mit einem Krückstock, weiß es. Dass der es einem auch so kompliziert machen muss, der beschissene Greif. Es ist Zeit zum Sterben. Das weiß er und das weiß ich auch. Ach, hört doch auf. Dankeschön. Komm schon. Komm, 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 komm. Scheiße. Ja, ja, ja. Das war einmal Schutz. Das war wichtig. Komm, komm, komm. Ja, wir haben ihn. Sauber. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Man lernt nie aus. Man lernt bis an sein Lebensende. Hexer nicht. Es sei denn, sie wünschen ein frühes Ende. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Okay. Los Fleisch, durchtrunkene Greifenei. Okay, alles mitgenommen. Ja, mit dem schönen Kopf. Eieiei. Blutige Angelegenheit. Ja, da haben wir ihn hinten drauf. Perfekt. Dann wollen wir ihn mal den Greifen bringen, beziehungsweise den Greifenkopf. Ich laufe doch in die richtige Richtung. Ja, ich muss da auch hoch. Es leitet mich halt irgendwie einen komplett anderen Weg. Also durch die Punkte meine ich. Hol die Belohnung von den Nilfgaarden ab. Ich hoffe eine hohe Belohnung. War viel Arbeit. Und schließlich arbeite ich nicht umsonst. Oh, meine Fresse. Pferdchen. Schafft's da halt leider nicht runter. Hey.
Die trainieren weiterhin fleißig hier. Los, lauf! Okay, ab geht's runter. Und da geht's hoch. Wir haben was. Hallo. Ich darf ja mal reinspazieren. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Gut, wenn er ihn absichtlich betrogen hat und er es wusste. Was? Nicht mehr so freundlich. Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was ich du hier Ich habe den Greif getötet. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greif nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Einige Lore fordern schnelle Entscheidungen. Wähle deine Antwort aus, bevor die Zeit abläuft. Das Gold nehme ich. Es gibt meiner Meinung nach keinen Grund, warum ich das nicht nehmen sollte. Wo ist es? Ich will's sehen. Wo? Verdammt, ich sehe es nicht. So, das waren jetzt 5. 6. Aufhören! Bitte aufhören! Gut, die hauen ihm einfach 50.000 Mal drauf. Wir sind auch lustig. Wobei, so lustig finde ich es dann auch wieder nicht. Aber hättet ihr das Geld genommen? Ich meine, warum nicht? Ich sehe da keinen Grund drin. Ich meine, ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Krieg mein Geld. Hat er damit nichts zu tun. Wenn ich gegen Atomkraft bin zum Beispiel und ENBW überweist mir eine Million, warum soll ich es nicht nehmen? Bin ich weiterhin gegen Atomkraft, nur ich nehme die Million ja trotzdem. Gibt ja keinen Grund dafür. Es ist ja nicht so, dass ich es für irgendwas Schändliches gekriegt habe. So, meditieren wir mal eine Runde. Bis zum nächsten Morgen. Bis zum Morgen, Ron. Oh, Gott. Ah, fängt's an zu regnen. Unschön. Stehe ich gar nicht drauf. Hallo, Wesemir. Yennefer ist in Vysima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne?
Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserliche magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Lass mich los! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar? Scheint nicht so unbedingt so zu sein. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Dann wird es jetzt ziemlich viel Stress geben. Nicht nachlassen. Ganz ehrlich, ich mache euch mit Freuden mache ich euch platt. Ihr seid zwar momentan nicht ganz Herr der Sinne und trotzdem mit Freuden. Oh, Scheiße. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Sein Gesicht. Götter, erbarmt euch. Verschwindet und kommt nie wieder. So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir. Toll, was können wir bitteschön dafür? Hätte ich gesagt, rein gar nichts. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Yennefer. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Yen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Bin ich doch gar nicht. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Macht die Pferde bereit. Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Obstgärten. In voller Blüte. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Vysimar erwartet dich nämlich jemand. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrais. Oder für die Vertrauteren die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Ich kann es mir mal anhören, was er dir wohl geboten hat. Ne, ich schaue jetzt erstmal, was er mir anbietet. Gut, ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, Souverän von Nazair und Vikuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt.
Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vesemir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Doch so eilig. 150 Erfahrungspunkte. Na, das ist jetzt nicht unbedingt so ein hohes Tempo. Da kann ich auch zu Fuß nebenher laufen. Kriechen kann ich da nebenher. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, den ich nicht kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Nein, nicht schon wieder. Los jetzt! Fuck. Ja, gut, Yennefer. Wunderbar. Schwede. Nicht gerade der freundlichste Empfang. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysima. Ja, so sieht's aus. So wie wir es vorhin schon gehört haben. Vysima, Hauptstadt des besetzten Temerien. Oh, so ein Bart würde ich mir auch gefallen lassen jetzt. Ach komm schon. Lass mich noch ein bisschen baden. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert Emir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Okay. Cladwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Stimmt was nicht mit meinem Bart? Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen bitte und stillhalten. Schön hier. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein, wohl eher ein General, ne? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba.
Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysimat zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Die wilde Jagd hat sie getötet. Die wilde Jagd hat sie getötet. Eine Geisterkavalkade am Nachthimmel? Das Omen des Kriegs, von dem die Bauern faseln? Und das soll ich glauben? Das ist mir ehrlich gesagt piepegal. Nordlinge, man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Besser nicht. Gut. Der Herr kann sich nun ankleiden. Was? Das reicht doch. Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Okay. Alte Farben. Sofern es schwarz ist, wo sind meine Kleider erstmal? Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Kleide dich an und sprich mit dem Kämmerer. Nimmt sich das irgendeinen Unterschied? Eigentlich nicht, ne? Doch ein bisschen. Ist da noch irgendein Unterschied zum rechten? Ja, das hier sieht ein bisschen besser aus, finde ich. Okay. Jetzt müssen wir ins Inventar. Bitte häng dich nicht auf. Ne, das passt soweit. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ein bisschen eng, die Leggings. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tern des Herrn ist hell genug. Gott. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Sind wir mal nett. Bitte sehr. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Ach, Scheiße. Linkes Bein nach hinten, Hände an die Seite. Linkes Bein nach vorne. Rechte Hand auf die Brust. Rechtes Bein nach vorne. Das ist das linke Bein. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Wow, wie freundlich hier. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Okay, das soll ich mir wahrscheinlich auch merken.
Eure Majestät, also überall rein. Gottes Willen. Treiben die auch alle. Ingrimi ep art kerser. Date wenn Adan in Karn ep Morwut. Em hier war Emreis. Verneiden. Ja, mach mal. Eure kaiserliche Majestät. Area ep to orde. Evelien, namin wat gern wavort. Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die böse Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Und warum ich? Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ich brauche Informationen, nicht Motivation. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Okay. Da stehen viele Fragen offen momentan. Sehr viele Fragen. Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Bleibe er dicht bei mir. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr verabscheut, nicht belästigen darf. Ich bleibe bei verabscheut. Es ist Nachmittag. Beruhig dich. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herevar der Zweite, Prinz von Elan. Ist ja Ness, war in Novigrad? Er, Annen, Ratslieden in Ennet. Es tun, es ist auch. Nen, war der? Es ist Jen, Abside, er, Fianzan, Nen, Mats, Tink, Nen, Konfortail, Annen, Fasan. Es ist Lidian, es ist Rat, Kesside. Gwen Hart, Dwe Gladiwen. Ich bin höchst interessiert. Was wird jetzt kommen? Was erwartet mich? Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Okay. Ist die Feder noch angespitzt? Ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unterwelt. Die Unterscheidung ist bisweilen schwierig. Geralt, diese Tunika, du siehst einfach umwerfend aus. Naja. Könnte ich sie bloß ausziehen.
Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Jetzt sind es also schon unsere Agenten. Ja, ganz erwachsen. Ja, fangen wir es mal damit an. Noch ein bisschen skeptisch. Das sind also schon unsere Agenten. Donnerwetter, du hast dich rasch arrangiert. Geralt, verdreh mir nicht die Worte im Mund. Ich weiß, wer Emir ist. Er hat diesen Krieg und das Blutvergießen begonnen. Er hat meine Freunde umbringen lassen. Aber ich habe keine andere Wahl, also bitte. Streiten wir nicht über das Für und Wider, sondern finden wir Ciri. In Ordnung? Ja, damit soll ich klarkommen. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt. Bevor es die wilde Jagd tut. Was will die wilde Jagd von Ciri, ist jetzt mal die Frage. Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ha, lustig. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Wo wurde sie denn zuletzt gesehen? Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte, aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold, die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Warum hat sie mich denn nicht früher kontaktiert? Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Jen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Naja, okay, dann Zeit zum Aufbruch. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Jen. Dir auch.
Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Nimm deine Rüstung vom Kämmerer in Empfang. Okay. Ha! Ich will mit. Oh, so was Dämliches aber auch. Sein Ego ist. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Botschafter. Botschafter Va'atre? Yennefer empfahl mir, dich nach dem Stand der Dinge zu befragen. Nach dem Krieg und so weiter. Natürlich. Die Diener des Kaisers sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Werfen wir einen Blick auf die Karte, wenn's recht ist. Ja, eigentlich alles. Wie läuft der Krieg? Wie läuft der Krieg? Ich meine, abgesehen davon, dass der Nilfgaardische Triumph unmittelbar bevorsteht. Ich nehme an, dass dies ein Privatgespräch ist, ohne Zeugen. Lassen wir also die Propaganda beiseite, auch die in Ironie verkleidete. Unsere Offensive lief hervorragend, bis der Winter kam. Edirn war in einem solchen Durcheinander, dass wir praktisch nicht auf Widerstand stießen. Wir hatten den Ponta vor dem ersten Schnee erreicht. Es blieb nur ein geschwächtes Kettwen und Radovitz Redanien, das die Hilferufe aus dem restlichen Norden ignoriert hatte. Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln oder sich sogar als Vasallen anbieten. Wir warteten siegesgewiss auf den Frühling. Radovid sich ergeben? Ja, eine vergebliche Hoffnung, gewiss. Radovid schickte weder Gesandte, noch näherte er sich unseren Positionen. Stattdessen schleppte er sich über das verschneite Kestrelgebirge und griff Kettwen an, seinen Verbündeten. Der Angriff überraschte die Kettwener. Sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radovid an. So stand uns im Frühling statt zwei schwachen Gegnern ein starker gegenüber. Höre ich da einen Unterton der Bewunderung? Höre ich da einen Anflug von Bewunderung? Radovid ist unser Feind, aber ich kann nicht abstreiten, dass er gerissen ist. Er hat uns gelingt und nicht zu knapp. Zurück zum Krieg. In diesem Frühling gab es in den Marschen von Velen eine gewaltige Schlacht. Gewaltig, aber nicht entscheidend. Beide Seiten erlitten riesige Verluste, unvergleichliche Verluste. Radovid zog sich über den Ponta zurück. Er ist jetzt sicher, bis die Verstärkung aus dem Süden eintrifft. Dann wird Kaiser Emhyrvar Emrys ein für alle Mal mit ihm aufräumen. Könntet ihr nicht einfach nach Hause gehen? Das würde allen viel Rennerei ersparen, von ein paar Leben ganz zu schweigen. Ich fürchte, jetzt steht zu viel auf dem Spiel, um aufzugeben. Wir können nur aufs Ganze gehen. Natürlich, das sagen sie doch alle. Was gibt's denn Neues aus Novigrad? Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovid ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Wysimar. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt... Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen,
Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Und wie ist die Lage in Velen? Wie stehen die Dinge in Velen? Schlimm, wie üblich. Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Mhm. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der temerischen Armee namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym Blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Der blutige Baron also. Und wie steht's auf Skelligen? Was gibt es Neues auf Skellige? Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander. Plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. So, dann danke ich ihm mal für die Hilfe. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Dann gehen wir mal zum Kämmerer. Und holen unsere Ausrüstung. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sache. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausender. Toll. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Quest abgeschlossen. Barbaren. Ja, ist ja gut. Da hat's noch irgendeine Aufgabe. Ah, nehme ich mich der an. Ein Deserteur des Goyatel? Achso, gewinnt. Spiel gegen mich. Oh Gott. Bis dann. Bis dann. Ich habe das noch nicht gelernt. Irgendwann mal. Aber momentan habe ich echt nicht so die Lust dazu. Darian wart gern. Vakelm. Schnellreise. Ein Galgenhügel. Alles andere habe ich noch nicht. Ja, bleibt mir auch nicht viel anders übrig. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers.